Hallo. Hallo, wart ihr schon mal tauchen? Das ist doch interessant, oder? Da fühlt man sich wie ein Fisch im Prinzip. Naja, nur die anderen Fische, die wirklichen Fische, die erkennen natürlich, dass man kein Fisch ist, sondern ein Mensch. Oder wart ihr schon mal in einem Flugzeug und habt ihr mal aus dem Fenster rausgeschaut? Ja, da kommt man sich vor wie ein Vogel, man fliegt über den Wolken. Ihr kennt doch sicherlich die beiden Maulwurfschwestern. Es gibt ein Buch, das heißt Die Maulwurfschwestern und die Frage von Roslyn Schwarz. Daraus möchte ich euch gerne mal ein bisschen was vorlesen. Es geht nämlich um die ganz große Frage, wer sind wir? Die Maulwurfschwestern denken nach. Wer sind wir? Sie schauen dabei ins Wasser. Gute Frage, sagen sie. Das ist wirklich eine gute Frage. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wer ihr seid? Mal überlegen. Ha. Sind wir Fische? Vielleicht. Naja, vielleicht deshalb, weil sie schwimmen können. Viele von euch können ja bestimmt auch schwimmen. Aber sind wir deswegen Fische? Aber Fische leben im Wasser. Ja gut. Also Maulwürfe leben in der Regel nicht im Wasser. Und wir Menschen auch nicht. Jedenfalls nicht die meiste Zeit. Und wir nicht. Stimmt. Da müssen beide doch wirklich lachen. Naja, Maulwürfe leben ja eher unter der Erde. Fische sind wir also nicht. Okay. Was sind sie denn dann? Sind wir vielleicht Vögel? Fragen die Maulwurfschwestern. Also Vögel können fliegen. Ah, ich verstehe, sie versuchen jetzt davon zu fliegen. Flatter, flatter. Das habt ihr doch sicherlich auch schon mal gemacht. Ah, piep, piep. Klar, das kann man mit den Händen machen, als Schattenwurf. Das habt ihr vielleicht schon mal von euren Eltern gesehen. Man kann nämlich den Schatten der eigenen Hand so aussehen lassen, als wäre es ein Vogel. Nein, nein, nein. Vögel sind wir auch nicht, sagen die Maulwurfschwestern. Ja, aber was denn dann? Uhu. Sie sprechen in eine Muschel rein. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht, als ihr am Meer wart. Man kann nämlich so eine große Muschel sich auch ans Ohr halten, dann hört man plötzlich Geräusche. Sind wir Schnecken? Fragen die beiden. Ich glaube nicht. Aber Schnecken leben alleine. Ha, stimmt. In einem Schneckenhaus gibt es immer nur eine Schnecke. Das könnten wir niemals. Natürlich nicht. Die beiden Maulwurfschwestern sind immer zusammen, immer zu zweit. Wenn ihr wissen wollt, zu welcher Antwort die beiden kommen, und wenn ihr die beiden kennt, dann wisst ihr ja, dass die Antworten manchmal sehr überraschend sind. Dann besorgt euch das Buch und ich schwimme jetzt noch eine Runde. Also, macht's gut.